Eigentlich wollte ich dieses Video gar nicht machen. Es ist die neue 105er DI2 12-Fach-Gruppe gekommen. Und eigentlich dachte ich, ja, was soll ich denn da erzählen? Es ist doch eigentlich das Gleiche wie bei Dura-Ace und Ultegra. Es ist 12-Fach geworden, es ist eine Kombination aus Kabel und Funk und so viel Neues gibt es doch nicht. Und dann haben wir jetzt ein paar Mal die Gruppe jetzt schon verbaut und da gab es ein paar Sachen, die nachgefragt wurden, wo ich sagte, okay, da ist noch Erklärungsbedarf und heute gibt es das Video als Update. Das klassische Unpacking hier, Unboxing, machen wir auch. Das finde ich aber jetzt nicht so spannend. Das Spannende ist eigentlich, die 105er Gruppe war jahrelang immer so der kleine Bruder, die kleine Schwester. So, das war so, Ultegra muss es schon sein bei Shimano. Und 105 war so ein bisschen immer, naja. Seit 40 Jahren gibt es jetzt diese Gruppe. 1982 ist die in den Markt gekommen. Warum die 105er Gruppe heißt, I don't know, das könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, aber es hat sich wirklich vieles getan und wenn wir jetzt sagen, Dura-Ace da oben, eine Etage drunter Ultegra und dann die 105er, man schaltet das alles heutzutage perfekt. Und wir sind bei 12-fach angekommen, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir jetzt sagen, eine 105er Gruppe schaltet sich nicht so gut wie eine Ultegra. Bei der 11-fach Gruppe war das schon nicht so und bei der 12-fach ist es das jetzt auch nicht. Also, ihr habt jetzt die Info schon bekommen. Sie ist 12-fach und ist die gleiche Schalttechnik, die es bei Dura-Ace und Ultegra gibt. Und das war ja eigentlich die Intention, warum ich das Video nicht machen wollte. Wir haben ja schon die neue Dura-Ace 12-fach und die Ultegra 12-fach erklärt. Also was gibt es jetzt Neues? Gehen wir es mal kurz durch. Ich habe hier ein paar Slides für euch. Und für die Leute, die noch gar nicht wissen, wie das System funktioniert, ich mache es auch schnell. So sieht die ganze Gruppe aus. Wir packen die gleich raus. Und das Erste ist, es ist ja eine elektronische Schaltung. Und wie wird die genau verkabelt? Gehen wir mal los. Funk oder Kabel? Die Antwort ist beides. Wir fangen an mit einem Schaltwerk. Dann brauchen wir einen Umwerfer. Und diese beiden Geräte werden mit einem internen Akku verbunden. Der Akku ist klassischerweise in der Sattelstütze oder im Unterrohr. Also der Akku befindet sich in eurem Fahrradrahmen. Das Schaltwerk ist immer das Herzstück von dieser Schaltung. Das ist bei Ultegra und Dura ist auch so. Das ist the brain. Und das Schaltwerk ist mit einem Kabel verbunden zum Akku. Kabel, kein Funk. Der Akku ist auch mit dem Kabel verbunden zum Umwerfer. Also diese beiden Sachen, das ist genau das gleiche wie Dura-Ace und Ultegra. Die beiden Teile sind mit dem Kabel, mit dem Akku verbunden. Jetzt gibt es diese sogenannten Shifter, die STI-Hebel, die ihr am Lenker habt. Also hier vorne. Und dieser Hebel, diese beiden Hebel, sind nicht mit einem Kabel verbunden mit dem Akku, sondern die Funken zu dem Brain, zu dem Schaltwerk. Das ist eine Funkstrecke. Und der Unterschied zu Ultegra und Dura ist es, diese Hebel können auch nur dahin funken. Ich habe noch ein weiteres Bild, was wir damals für Ultegra gemacht haben. Sieht so ähnlich aus. Da könnt ihr sehen, dass Ultegra und Dura-Ace bieten eine optionale Kabelverbindung. Da könnt ihr sagen, ich habe aber keinen Bock, dass die Hebel da funken mit den Batterien. Das ist mir irgendwie, ich habe auch kein Problem, ein Kabel durch den Rahmen zu legen. Ultegra Dura-Ace, optionales Kabel möglich. Bei der 105er Gruppe nicht. Wir gehen ein bisschen zurück. Ihr könntet jetzt aber, das ist ein bisschen verwirrend, deswegen ist das Video ja auch da. Wenn ihr die Hebel nicht upgedatet kriegt mit der eTube-App, dafür habe ich auch ein Video gemacht. Guckt euch das in der Beschreibung an, da verlinke ich das nochmal. Mit dieser eTube-App auf dem Handy könnt ihr unheimlich viele coole Sachen machen. Da reden wir noch drüber. Wenn ihr die Hebel nicht upgedatet kriegt, dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, ein Kabel für ein Update zu verbinden, aber nicht, um eine Schaltfunktion zu machen. Also okay, ich glaube, das ist jetzt alles klar. Die beiden Teile, Umwerfer, Schaltwerk, sind mit Kabel verbunden. Die Hebel vorne sind per Funk. Dann würde ich sagen, packen wir jetzt erstmal kurz alles aus und wir wiegen die Sachen und ich zeige sie euch, bevor wir es machen. Kassettengrößen, der auch nochmal ein Thema, über das ich reden will. Die Dura-Ace-Kassetten, die momentan am Markt erhältlich sind, sind gestuft von 11 bis 30 und 11 bis 34. Das gilt auch für die Ultegra-Kassetten. Ich habe noch keine in den Händen gehalten, aber es soll eine Dura-Ace-Kassette auch geben von 11,28. Also theoretisch gibt es die, in den Händen halten konnte ich die noch nie. Bei der 105er ist es auch, wir fangen wieder mit dem 11er-Ritzel an. Da gibt es aber nur zwei Kassetten, 11,34 und jetzt auch 11,28.
36. Die Kettenblätter sind nach wie vor kompakt und semi-kompakt. Was heißt das? Großes Kettenblatt 50 Zähne, kleines Kettenblatt 34 Zähne. Das nennen wir kompakt. Und großes Kettenblatt 52, kleines Kettenblatt 36 nennen wir semi-kompakt. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe die kompakte Kurbel vorne, 50-34 und hinten die Kassette 11-36, dann habt ihr ja schon eine Untersetzung. Das ist natürlich ziemlich cool für Leute, die sagen, ich brauche ein bisschen mehr leichte Gänge am Berg. Ja, dann ist die 105er tatsächlich der Ultegra überlegen, weil die Kassette kommt mit 11-36. Ich habe es noch nicht probiert, ob die Ultegra auch diese Kassette ohne Probleme schalten kann. Das werden wir nachreichen, aber erstmal die Info, die Kassette gibt es von 105er. Aber jetzt auspacken. Ausgepackt, das ging ja schnell. Waage, Zettel, mal wiegen und dann habe ich noch ein paar Infos für euch. Erstmal kurz alles wiegen. Wir fangen an mit dem Schaltwerk. Dann 300 glatt der Umwerfer für Anlötsockel, nicht für Schelle. 137. Der linke Hebel 220. Der rechte Hebel, 220, wäre auch ein Wunder, wenn die nicht gleich wären. Scheibenbremse vorne, Scheibenbremse hinten. Das ist die vorne, also hier auch mit so einer Montageplatte, braucht nicht jeder Rahmen. 166, die sehen übrigens auch sehr schick aus. 165, dann haben wir die Kassette. Tata, 351 Gramm, das ist schwer. Und das ist die 1134er Kassette, also die 36er wird noch schwerer. Bei der Kette gibt es übrigens ein Kettenschloss, aber ich lasse die Kette jetzt so hier in der Verpackung, wiegt das. 260 Gramm, Bremsscheibe 160 mm, 132, müssen wir ja zweimal rechnen. So sieht der interne Akku aus mit den drei Anschlüssen. Warum drei? Ja, der Akku ist ja der gleiche auch für Ultegra. 51 Gramm. Die Antriebsseite der Kurbel, das rechte, also Kurbelarm, zwei Kettenblätter und die Achse. Das ist eine Welle. Welle. Ja, 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 diese Schlaumeier hier. Also die Antriebsseite rechts mit den zwei Kettenblättern und diesem Ding. Welle. 564 und die linke Kurbel mit hier der Befestigungsschraube, die hier dran kommt. 202 und zwei elektronische Kabel müsst ihr mindestens haben für Schaltwerk und für den Umwerfer, wer fair nicht aufgepasst hat. 20 Gramm. So, ich gehe einen Kaffee trinken und der schlaue Kameramann rechnet das jetzt zusammen. Gut, das Ergebnis ist da. Wir kommen bei der 105er Gruppe auf 2920 Gramm mit dem Kram, was wir hier nachgewogen haben. Bei der Ultegra, gleiche Wiegeweise, haben wir 2615 Gramm. Das macht einen Unterschied von 305 Gramm zwischen 105er und Ultegra. Klar, Dura Ace total leicht, aber auch total verrückt vom Preis. 2422 Gramm ist die Dura Ace. Aber ich glaube, die 105er, die vergleichen wir jetzt mal nur mit der Ultegra. Und jetzt ist ja die entscheidende Sache,
Kaufe ich jetzt lieber die Ultegra, zahle das Geld mehr oder kaufe ich die 105er, niedriger Preispunkt? Wenn es mir darum geht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich möchte elektronisch schalten, 2x12-fach und das soll möglichst perfekt sein und Bremsen soll auch perfekt sein, dann wäre es mir wurscht, ob ich die 105er nehme oder die Ultegra, dann geht es einfach nur um den Geldbeutel. Also von der Funktionalität würde ich da überhaupt keine Sorge sehen, die 105er zu kaufen und von der Bremspower auch einfach mal gar nicht. Es ist scheibengebremst. Und auch da ist erfahrungsmäßig Shimano ganz weit vorne. Warum würde ich die 105er vielleicht nicht kaufen? Wenn ich auf einem Trip wäre, dass ich ein super leichtes Rad haben will, 300 Gramm mehr, das würde ich vielleicht nicht machen wollen. Aber ist es vielleicht auch ein schwererer Rahmen und ihr sagt, du, ich möchte einfach das Upgrade mit der Schaltung machen, möglichst günstig. In Anführungsstrichen möglichst günstig, kostet ja doch auch was, dann gibt es da nichts, was dem im Wege steht. Und ihr könnt alles voneinander mischen. Also ganz entscheidend ist, ihr habt Dura-Ace-Hebel und habt eine Dura-Ace-Schaltung, aber momentan wird es ein bisschen eng in der Kasse für eine Dura-Ace-Kassette. Dann könnt ihr die L34er-Kassette auch nehmen von der 105er und bei Ultegra auch. Ihr könnt aber bei der Dura-Ace nicht die 1136er Kassette drauf machen. Das müsst ihr berücksichtigen. Die Kette könntet ihr auch mischen zwischen Dura-Ace und 105er. Und da ist zum Beispiel auch überhaupt nicht ein großer Gewichtsunterschied, den ich gemessen habe. Was wären denn meine Punkte, die am spannendsten wären? Das Schaltwerk ungefähr 40 Gramm leichter als bei Ultegra. Das würde ich vernachlässigen. Der Umwerfer nur knapp 26 Gramm. Definitiv ist die Kassette etwas. Habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Geld für eine leichtere Kassette? Da ist schon 122 Gramm Unterschied zu der Ultegra. Das fände ich schon wichtig. Und natürlich schlägt die Kurbel ganz schön rein. Die ist schon relativ, da ist schon relativ viel mehr Gewicht. Meine Empfehlung wäre, Preis-Leistungssieger aktuell für elektronische Schaltung längst überfällig gewesen. Die Einstiegsgruppe 105 macht das. Zu den Hebeln wollte ich euch noch was sagen. Wir haben ja am Anfang gesagt, die Hebel können nur eine Funkverbindung zum Schaltwerk aufbauen und keine Kabelverbindung. Diese Hebel haben hier oben unter der Kappe, ich zeige euch gleich ein Bild, da seht ihr das, unter dieser Kappe befinden sich dafür zwei Batterien, CR1632 und bei Ultegra und bei Dura-Ace ist dort nur eine. Wenn ihr wissen wollt, wie der Batteriestand von diesen Sachen ist, ihr braucht nur einen Hebel lange drücken und dann kommt hier eine Leuchte, eine LED, dann seht ihr auch, wie ist der Akkuzustand, der ist direkt hier vorne, wie ist der Akkuzustand von diesen Batterien hier drauf. Für die Neueinsteiger, diese Batterien müsst ihr nicht jede Woche wechseln, also die halten bestimmt. Ach, was heißt bestimmt? Ich kann es auch nicht bestimmt sagen, aber wenn Shimano schon mal sagt, die sollen in der Regel 2 bis 3 Jahre halten. Mein Gott, einmal im Jahr ist das Rad beim Service, dann lasst ihr die Batterien mit austauschen oder macht es selber. Es muss nicht dafür in die Werkstatt. Also 2 Batterien da oben drin, das wollte ich euch noch mitgeben. Jetzt ist das Video noch zu lange geworden, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und toi toi toi, wenn ihr auf elektronisch umsteigen wollt von der 105er, Kaufempfehlung bei mir, Daumen hoch. Tschüss.